Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung von Hachi und Ranjit. Eigentlich war es eher ein bisschen kurz, dass ich mal gekommen ist, aber dazu kommen wir gleich. Wir reden heute über die Comicverfilmung, die es geschafft hat, Daredevil, Elektra, die ersten beiden Hulk-Filme, plötzlich gar nicht mehr so schlecht wirken zu lassen. Und selbst Dragon Ball Evolution und die Realverfilmung von Avatar: Herr der Elemente wirken plötzlich nicht mehr ganz so beschissen. Wir reden über Fantastic Four. Da heißt es wirklich so, ja, also ganz offiziell kein Subtitel, oder? Nein, weil es ein Reboot ist. Ah ja, super. Manche sagen auch Fan4Stick, weil die 4 in das Logo drin war. Mann, ist das kreativ. Ja gut, aber um es zu unterscheiden, tatsächlich nicht verkehrt. Okay. Die grobe Geschichte Fantastic Four. Ein genialer Wissenschaftler namens Reed Richards baut irgendein Gerät, immer egal in welcher Variante der Story, womit sie entweder ins Weltall, in die, in ein, und hier in dem Fall in eine andere Dimension reisen, irgendwelcher Strahlung ausgesetzt werden und Superkräfte bekommen. Was an sich nicht schlimm ist, weil es eine ehrliche Erklärung, Superkräfte sind in den meisten Fällen wirklich gut. Ja, und in den 60er Jahren war es halt immer Atomstrahlung, jetzt ist es halt Dimensionsstrahlung. Barbarmasse auf einer anderen Dimension ist okay. Es ist aber wirklich nur bedingt besser, Leute, wirklich nur bedingt besser, ganz Ja, ehrlich. aber Aber da ja. gegen sowas kann ich allgemein erstmal nichts Ist in sagen, Ordnung. wie Mein Gott, die gesagt. müsste die Kräfte auch wehrkriegen. Ist halt eben bloß, mein Gott, eine Begründung. Ja. Muss nicht gut sein. Ja. Wie gesagt, die einzige andere Richtung ist im Normalfall X-Men-Mutationen, sie haben es von Geburt. Ja, und Superman ist auch so schon. Das geht auch Ja, nicht. genau. Oder man ist ein Alien. Das Ja. ist halt auch immer so. Aber bevor wir groß um heißen Brei rumreden, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, was an diesem Film stört. Die erste halbe Stunde ist vielleicht etwas langweilig für Leute, die jetzt sich nicht mit diesen Figuren identifizieren wollen. Obwohl ich noch den besten ganzen Film war, ganz Genau, und ehrlich. das war das, worauf ich gerade hinauskomme. Aber sie sind tatsächlich sehr schön. Man lernt das Ganze erst in der Kindheit von Reed Richards kennen, der schon sehr früh einen unglaublichen Erfindergeist entwickelt hat und zu den typischen Klischee-Übergenies von Marvel zählt. Wobei er wahrscheinlich sogar einer der intelligentesten, Platz 2 oder 3 dürfte er sein, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja. Und der tatsächlich davon träumt, der erste Mensch zu sein, der etwas teleportiert. Was an sich kein so absurder Traum ist, ganz ehrlich. Genau. Vor allem da jetzt erst vor kurzem wieder Tests waren, die das Ganze in eine richtige Richtung drücken. Also natürlich ist bis zum, sag ich mal, diesen Teleporten beziehungsweise das Static-artigen Beam ist noch weit weg. Aber es gibt zumindest Ansätze. Das kann man nicht ablehnen. Genau. Und tatsächlich hat er das in der 5. Klasse schon relativ bewerkstelligt und hat dabei nur ein halbes Stadtviertel lang gelegt. Das habe ich nicht geschafft, mein Teleporter. Nein. Dein Teleporter bestand aber auch aus einem Taschenrechner und Pappkarton. Nein, es war ein Roboter. Ach, stimmt, Verzeihung. Auch der Und arme Robby. das Ganze entwickelt er letzten Endes weiter, trotz aller Hindernisse, die er bekommt, trotz allem Hohn und Spott, die ihm entgegengeworfen werden und Missachtung seinem eigentlich ziemlichen Genie gegenüber, was mich ehrlich gesagt wundert. Aber nun ja, bestreitet er alles mit seinem Freund Ben Grimm, einem Jungen, der in einer Schrottplatzfamilie, also das klingt jetzt falsch, also die Familie leitet den Schrottplatz. Ja, hier sind aber auch Schrotter, so was ist es gar nicht. Also man sieht sie kurz, sie sind auch nicht unbedingt der beste Menschenschlag der Toll Welt. ist auch die Mutter, die den älteren Bruder zusammen drischt, nachdem er Ben Grimm verprügelt hat, mehr schön bei Grimm, man schlägt keine Kinder. Ganz genau. So sind die Grimms, also eine ganz liebenswerte Familie. Genau. So, die Luda Und ist nur ein Assig. ja. Und auf einem Wissenschaftswettbewerb, wie es in den USA ja üblich ist, wird er entdeckt, nachdem er so diese Schaumstoffflugzeuge teleportiert und zurück teleportiert. Denn das ist das Besondere noch daran, denn das hat eine gewisse Wissenschaftsschule nicht hingekriegt, nämlich die Baxter Foundation. Genau, Baxter Foundation oder Baxter Institute? Nee, Foundation, aber das Institut hieß Baxter Institute. Genau. Also die Baxters. Ja, die Ja. Baxters, genau. Haben das bisher nicht hingekriegt, deswegen engagieren sie ihn und zusammen mit Sue Storm, Johnny Storm und Victor von Doom bauen sie diese Maschine in groß und richtig nach. Und diese ganze Findungsszene, die Bauszene, ist größtenteils ohne Dialog, aber finde ich tatsächlich als Collage sehr schön, wie das so langsam vorangeht. Das ist ein gutes, sag ich mal, Labor, was da dargestellt war, sagen wir so. Genau, die Figuren werden langsam vorgestellt, der Einzelgänger, die Musik, der Musik-Nerd, also der Nerd, der Musik hört, so um sollte man es besser sagen, und der rebellische Sohn, der gerne Autorennen Vorhin muss fährt. ich auf Note mal abwarten, das ist ein Vorschlag noch eins, tut mir leid, also. Ja, Ja. deswegen, aber irgendwie muss man, es gibt keine bessere Beschreibung für sie, weil mehr Persönlichkeit haben sie alle nicht. Naja, stimmt allerdings.
Das ist leider das Problem an dem Film. Ja, wie ihr merkt, meine Grundstimmung sinkt ziemlich hinab. Ja. An und für sich, die Tests glücken, selbst mit einem lebenden Wesen, was natürlich erstmal sehr gut ist. Und plötzlich wird gesagt, dass im Gegensatz zu dem, was vorher immer besprochen wurde, dass nämlich die, die das Objekt gebaut haben, auch die ersten sein werden, die in diese andere Dimension reisen, was eigentlich nie der Fall ist, aber. Eher weniger. Hey, warum nicht? Wieso sollte man da Spezialisten rüberschicken? Es geht auch um Parallelen zum Raumfahrtprogramm. Auch da muss man sagen, man schickt primär deswegen Astronauten raus, weil das Kampfpiloten waren, durchtrainierte Kampfpiloten. Leute, die so ein Ding fliegen können, vor allem die auch physisch in der Lage sind, sowas auszuhalten. Das hat schon seinen Grund, warum man Astronauten auch schicken kann, Konstrukteure. Genau. Aber na gut, das ist nur so am Rande erwähnt. Ja, und letzten Endes betrinken sich die drei Jungs, die dabei waren und beschließen, ach, machen wir das doch, aber natürlich nicht ohne den besten Freund Ben, der mitten in der Nacht nochmal, wie auch immer, weil ein Zug wird nicht mehr fahren, dorthin kommt und mit denen mit in diese tolle Todesmaschine steigt, die plötzlich aus der Maschine selbst gestartet werden kann, ohne dass weitere Leute mithelfen. Das wird alles nicht so ganz Ja, geklärt. zum ersten Test gab es irgendwie so einen riesigen Betreuerstab, da hatten X-Ingenieure drumherum und so zahlreiche Beobachter waren auch mit dabei gewesen. Also ich glaube mal nicht, dass sie an sich so autark läuft, aber offenbar brauchst du bloß Ja. so einen Knopf drücken und das Ding läuft an. Was echt geil ist für eine Maschine dieser Größenordnung, wirklich. Genau. Also, Okay, also wie gesagt, den ja. Rest fassen wir jetzt relativ kurz zusammen. Sie haben eine Amerika-Flagge dabei, rammen sie in den Boden, stellen fest, dass eine Energieform durch diesen Planeten läuft und der superintelligente Wissenschaftler macht was? Er toucht da rein, Volle Kanne löst rein. riesige Eruptionen aus. Sie werden alle mit irgendwelcher Aliensubstanz getroffen. Sie fliehen, sie klettern einen Berg hoch, die Wissenschaftler und nicht der Rennpilot mit den tollen Reflexen. Und letzten Endes schaffen es nur drei von ihnen zu fliehen und Victor van Doom bleibt zurück. Dann sieht man das, sieht man einen Zeitsprung und sie sind bei in einer Militärbasis und das ist der einzig gute Witz, Area 57. Genau, Area 57 ist die geheime Militärbasis. Genau. Und wie gesagt, sie entwickeln ihre Kräfte, werden dabei vom Militär unterstützt, beziehungsweise vom Militär Ja, das ausgenutzt. ist sowas. Reed Richards flieht, kommt zurück, sie reisen dann wieder hin und insgesamt ist von da an der Film schlecht strukturiert, nicht nachvollziehbar, sehr komisch Es gibt einen ganz, ganz und komischen Kampf. es gibt einen ganz, ganz komischen Kampf und insgesamt versagt die Charakterzeichnung noch viel, viel mehr als vorher. Der Schurke Dr. Doom, das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass das Dr. Doom ist. Erstmal sieht man es im Trailer und zweitens, wer soll es sonst sein? Naja, ist nun mal so. Seien wir mal ganz ehrlich bei den Fantastischen Vier, der gehört nun mal einfach dazu. Hat so gar keine richtige Begründung. Kraftniveau ist ein Fremdwort für diesen Film. Ja. Dialoge, Charakterfindung, alles ist komplett daneben. Also. Auch der Endkampf ganz am Ende, den es gab, also irgendwie kämpfen die hier im schwarzen Loch, im Materiestrom auf einer fremden Welt, das ist ganz, ganz schräg. Ja, und wirklich, das ist mit Abstand die schlechteste Comic-Verfilmung, die ich gesehen habe. Und ich habe fast alle Comic-Verfilmungen, die es gibt, Ich war mit gesehen. Haupten, hast du ziemlich wirklich alle geguckt, die es Ja, irgendwas nee, alle gab. tatsächlich noch nicht. Aber doch, die meisten Aber die, sicherlich. also so 95%, 90% dürften es gewesen sein. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, er ist sehr, sehr, sehr dumm. Wirklich, also nicht im Sinne von doof lustig, sondern einfach nur dumm dumm. Ja, ich hätte mich ja auf doof lustig gefreut. Das hat der Ja. Trailer für mich und ich habe den Trailer gesehen und der Trailer wirkte gut. Der wirkte echt solide, Ja. der wirkte nach einem spaßigen Film. Die Effekte sehen gut aus und das Design ist ja tatsächlich, bis auf das von Dr. Doom, wahnsinnig gut an den meisten Stellen. Gegen das Design kann ich halt gar nichts sagen. Auch Ja. der Schauspielercast ist relativ passend gewählt. Ja, das stimmt. Relativ passend gewählt und der Schauspieler von Johnny Storm, den mag ich halt schon in Chronicle. Der, finde ich, ist super sympathisch, auch in der Rolle. Auch Ja. wenn er am Ende halt ein paar komische Entscheidungen trifft, aber an und für sich sehr sympathisch. Aber ein paar Schauspieler wirken halt, als ob, ja, wir wollten eigentlich bessere haben, aber nur die bekommen. Ja, also einfach an auch die mich an Kraft fördern, da, wie auch immer die heißt, also die war jetzt auch sehr, Storm. sehr, sehr Sue-Storm, genau. Die war jetzt auch wirklich sehr, sehr blass in jeder Hinsicht, ganz ehrlich. Ja, noch Also. blasser als Jessica Alba. Und als obwohl sie unsichtbar ist, sah sie immer noch blass. Oh, das war jetzt wirklich ein Schubladenwitz, aber was für ein, aber das stimmt vollkommen. Und ganz ehrlich, Ja. wenn Jessica Alba die bessere Wahl ist, das wäre echt schon, was heißt nicht, Türen gelötet. Ja, also selbst Catwoman war besser. Und Deutlich. wie gesagt, also wenn es nicht goldene Himbeeren für den Film regnet, dann liegt das maximal daran, dass der Film so bedeutungslos sein wird. Ja. Und ich glaube, ich bin selten so negativ bei einem Film, vor allem wenn ich im Kino war. Ja.
Also wie gesagt, das Und so war die Kinoboni, also zwecks guter Sound, große Optik hat es nicht retten können, tut mir leid. Ja, ich saß wirklich die letzte halbe Stunde mit heruntergeklappter Kinnlade da und konnte nicht glauben, wie schlecht es ist. Um es kurz zu machen, am Ende finden die Fantastic Four auch zusammen, werden ein Team, die müssen kooperieren. Überraschung. Und kriegen ihren Namen, so geht es jetzt dann so aus. Jetzt haben wir es quasi gespoilert, aber es läuft bei dem Film echt egal. Ja, es ist bei dem Film wirklich geil. Geht nicht rein, glaub mir. Ausnahmsweise sind die Reviews mal echt zurecht. Das ist nicht oft der Fall, aber ich glaube, der hat die schlechteste Bewertung auf Rotten Tomatoes. Also ist echt nicht zu empfehlen, ganz ehrlich. Also ich weiß auch nicht, was die geritten hat. Weil, ja, weißt, du weißt doch, ich habe dir auch erzählt, was sie geritten hat. Sie müssen einen Film machen, sonst müssen die Rechte an Disney und Marvel zurück. Na gut, aber selbst das kann man trotzdem einfach mal riskieren, bevor man sowas macht, wirklich. Was mich zurückführt zu meiner Grundaussage in Bezug auf die Herrschaftsübernahme durch Planet der Affen. Wie gesagt, wenn die Affenkultur eines Tages beginnt, die Menschen haben keine Chance, sie sind viel zu blöd, um was dagegen zu setzen. Tut mir leid. Das verstehen jetzt nicht alle, aber okay. Wir melden uns noch einmal erneut zurück mit Monuments Man. Und dann beenden wir diese kurze Review- oder Besprechungsreihe auch schon. Und ich glaube, es wird nicht so lang wie dieses Mal, wo ich mich auskotzen muss. Wir waren echt so richtig sauer. Ja. Alles klar, Leute. Gehabt euch wohl und macht's gut. Bis dann.